Moin Moin, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildlands Roleplay zusammen mit Creeper. Hallo. Nabo. Hi. Banwa. Hi. Und mir, dem Enno. Wenn wir noch länger warten, kommt der Zug und wir sind alle tot. So. Oh, prima, dass du den jetzt hier mit auf die Gleise feuerst. Warum denn so aggressiv? Enno ist auch gesehen. Ich rede ja schon. Bisschen Gefahr. Ja. So, jetzt aber schnell, wo müssen wir hin? Wir haben kein Fahrzeug. Ja, doch, wir haben ein Fahrzeug. Funktionieren die wieder? Das geht. Oh. Die Elektronik ist nur kurzzeitig ausgeschaltet. Ich weiß, Mann, lass uns erstmal einfach ein Stück fahren. Ein kleines Stück fahren. Ich kann aber nicht rein. Okidoki. Wenn wir rechts über das Gelände gehen, sind wir deutlich schneller, glaube ich. Ja. Rechts. Müssen wir denn von Edia ausgeschaltet? Also wir müssen da nicht runter. Ich schätze, Nidia hat etwas zu verlieren. In den glaubt, Wagner kann ihr helfen, es zu Tagebau? Seht euch das ja, an. Hier in die Schlucht. Die gehört jetzt sicher auch Santa Blanca. Die haben ihre oh, da können wir runterspringen. Das Ziel ist es, das mal. Die Frage ist, wer kauft bei dir? Rechts von uns ist so ein bisschen Gebäudegedöns. Da müssen wir hin. Können wir da diese Plattform runter? Auch unten noch. Danke. Also die Gebäude jetzt rechts von uns, die sind das, wo wir hin wollen. Okay, also ich wäre im Auto geblieben. Ich wäre auch im Auto geblieben. Ja. Sehr gut. Bisschen Anfahrt und dann passt das schon. Also oh ich höre mir da nichts zu sicher. Ist wie so ein faradayscher Käfig. Halt, das Fliegen ist schöner! Nicht mal ein Kratzer. Das war nicht geil, wa? Also da kriegst du mal einen Fahrerpunkt auf jeden Fall von. Also ich hätte. Kommst du nach? Ich hätte gerne einen Fallschirm. Ich hätte gerne so einen Fallschirm. So, unsere Befehle. Ja, Wagner befreien. Schaut nach oben! Da kommt noch ein Auto! Bumm! Naja. Das hat unser Scharfschütze aber besser hinbekommen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, oder? Müssen wir ihn denn nicht befreien hier? Ja, wir müssen ihn befreien. Mit Zeit, Limit? Zumindest müssen wir dafür sorgen, dass er nicht getötet wird. Ja, also würde ich mal vorschlagen, wir sollten hier mal ganz schnell reinstürmen. Mhm. Kommt, Jungs. Ja. Wir brauchen eine schnelle Aufklärung. Ja, wir haben hier zwei sehr schwer bewaffnete. Mhm. Dort ist eine weitere Person. Zielperson? Zielperson ist richtig, ja. Zielperson bis jetzt noch nicht gefunden. Im Gebäude, guck mal links. Im Gebäude, ja. Da wo die 3 steht in dem Gebäude, da befinden sich zwei weitere, die ihn verhören. Okay. Sollen die schnell ausgeschaltet werden? So, eins ist tot. Ist tot. Zwei auch. Ich könnte mehrere Personen in dem Gebäude erledigen, dass die. Und 3 ist auch dran. Ich rücke mit Sturmgewehr vor. Also mit euch vor. Benötige. Okay, auf Fremdbeschuss achten. Soweit ich das sehen kann, waren das alle in dem Gebäude. Oh, hier drin ist noch jemand. Seht mal da. Echt? Ich sehe es nicht. Ja, der aber hier ist eine Waffenkiste. Das ist wichtig. Danke. Aber wer seid ihr? Erstmal musst du nur wissen, dass wir dich am Leben halten. Gehen wir. Holst du uns eine Autowanne? Ja. Hier vorne steht eins. Ja, das ist perfekt. Am besten eins mit viel Platz. Ja. Ja. Mehr oder weniger. Das ist hier der Kollege, der will mit. Kann er hinten drauf? Ich packe ihn dir an, Fahrer da. Ich fahr bei Banwa mit. Das muss nee, gehen. Bei Enno. Entschuldigung. Enno. Ja, da fahr ich bei Banwa. Wo lang? Erstmal die Mine raus. Ja. Erstmal auf die nächstgelegene Straße fahren. Das und jetzt ist gar kein nach Problem. Rechts. Das ist unglaublich. Behaupte Nidia Flores glaube ich, genau, die Richtung ist toll. Meinst du nicht, dass und du da fahren wir jetzt erstmal der Straße. Sieht aus wie im Hambach hier. Was? Hambach auf Forst, wo sie jetzt den Tagebau machen wollen. Hier hat irgendjemand die Straße verschwert. Also mein Auto steht perfekt. Geht dich nichts an. Fand unseren Flug übrigens gut. Fahr, Feinde, fahr! Lager verschieben auf Passport. Ich glaube, da geht's hoch. Ja, nach links hoch.
Oh. Okay, wir jetzt auch links hoch. An der nächsten Straße links. Genau da. Und da, wo ihr jetzt lang fahrt, auch gleich wieder links. Wir jetzt auch links. Ach Mann! Okay, der Straße folgen. Okay. Boah. Ich glaube, wir können mal eben kurz auf die anderen warten, oder? Da kommen Feinde mit Geschütz hinter uns her. Na prima. Dann lieber nicht. Also. Weiter der Straße folgen. Wir holen auch langsam auf. Wir sind jetzt in Barvechos. Ja, einfach weiter gerade durch. Auf der dicken Straße bleiben. Hier ist hoher Feindkontakt. Ja, einfach weiter. Auch jetzt geradeaus. Perfekt. Und dort jetzt rechts abbiegen. Ja, da so berg hoch und jetzt links. Der Amtsimist. Ich hab keinen gesehen. Okay, wir jetzt rechts. Ja. Und geradeaus links. Links da, genau. Tranquilo, camine. Das ging ja einigermaßen gut. Ja, erstaunlich. Nehmen wir den Typen mal rein. Wer hat sie angegriffen? Männer von Nidia Flores. Wegen Unsinn. Sie glauben, Pulpo arbeitet gegen Nidia. Entschuldigen Sie uns mal kurz. Pulpo und Nidia wollen sich killen, hä? Das können wir gut ausnutzen. Vielleicht stiehlt einer vom anderen. Ja, genau. Wir müssen das nur gut einfädeln. Wir hören uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches gegen sie. Hey, wie seid ihr Typen noch gleich? Pulpos Cousine, zweiten Grades. Ah ja, ich wusste schon immer, dass Bowman irgendwas mit dem Kartell hat. Dafür, dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sagen wir, sie haben gesundes Misstrauen füreinander. Wir müssen dieses Misstrauen nur befeuern und sie brechen einen Krieg vom Zaun. Okay. Gut. Das war mal hilfreich. Ein harter Einstieg. Hey, Enno, fällt dir was auf an diesem Auto? Es ist noch ganz. Ja, es sind ein paar hundert Kilometer gefahren worden damit und es ist immer noch ganz. Er hat es tatsächlich mal geschafft. Ein Zug. Okay, da wir gerade eh in der Nähe von der Stadt sind, denke ich, holen wir hier als erstes Informationen. Ich habe nur einen Zivilisten getötet während der Fahrt. Das liegt unter seinem Spitz. Ja, nur einer. Ich weiß nicht, ob da Feinde sind, aber hier an der großen Kreuzung könnten wir einmal halten. Ja, aber bitte noch nicht auf den Schienen. Da kommt ein Zug. Eine Kreuzung weiter können wir fahren. Die große Kreuzung hier nehmen wir dann. Hier stehen wir gut, direkt an unserem Gebäude, hier das große rechts neben uns, da ist auch Informationslager. Das grüne hier? Befinden sich hier Kingslayer-Dateien? Nee, das noch weiter rechts davon. Noch weiter rechts? Also das weiße. Ja, das weiße mit dem grünen Erdgeschoss. Naja, optisch nicht ansprechend. Und Kingslayer-Dateien Richtung Zugschienen, hättest du welche? Hier hätten sie noch Treppen. Richtung Zugschienen in diesem Gebäude oder Richtung Zugschienen allgemein? Richtung Zugschienen allgemein. Ja. Habt ihr schon was gefunden? Ja, hier ist ein Laptop. Ah. Ja, sehr gut. Ihre Botschaft zu verbreiten. Ich weiß von einem Kartellsender, der muss weg.
So, wir haben zwei Häuser weiter noch ein Informationslager. Und dort diagonal drüber haben wir unsere Aufklärungsdaten. Also erstmal Treppchen wieder runter. Wann war Reaper? Wo seid ihr? Ich suche die besagten Dateien. Bin hier hinterm Zaun. Bist im richtigen Gebäude, war nur. Okay. Und Reaper, du bist jetzt hinter dir. Jetzt rechts von dir. Und jetzt noch ein bisschen rechts halten. Beziehungsweise rechts am Gebäude vorbei und dann geradeaus. Da müsstest du uns sehen. Ich geh mal entgegen. Ach, da, ich seh jemanden. Hier ist ja nicht mit Feindaktivität zu rechnen, nehme ich an, oder? Bei dir noch nicht, nee. Okay. Da, wo wir uns sammeln, ab da könnte es schwierig werden. Ich kann aber mal eben mit der Drohne schon mal ausspähen, wie es aussieht. Okay, ich gucke wieder zu euch vor. Ja. Ich hätte gerne von diesem Braten da, alle vier. Wie ist die Farbe eures Gebäudes? Erdgeschoss grün, darüber weiß. Okay, dann bin ich. Ich habe uns Essen gefangen. Wo bist du? Hier unten. Also, nee, hinter dem Gebäude, wo wir gerade drin waren, das mit dem grünen Erdgeschoss. Da befindet sich eine Mauer, dann kommt ein Gebäude und das Gebäude dahinter ist so ein kleines mit Flachdach. Ja. Hier ist Essen. Da ist noch ein Informationslager drin, aber nehmt euch vor der 1 in Acht, weil die ist auf der anderen Straßenseite und die befindet sich nämlich an dem Backsteingebäude, wo wir rein wollen. Mann war es ein Fressack, er hat alle vier Braten weggefressen. Mhm. So, was war das jetzt mit Feinden? Wo? Vorsicht, dort vorne steht schon die 1. Ja, aber erstmal das Gebäude mit dem Flachdach, wo Wann war gerade drin ist. Da ist ich habe sie schon gefunden. Genau, bis dahin könnt ihr erstmal locker vorrücken. Plan für einen Versorgungsflug. In Kürze startet ein Transportflugzeug von einer Piste in der Nähe. Oh! Das Flugzeug selbst nehmen. Ich hatte das Gefühl, gesehen zu werden. Wahrscheinlich, ja. Gut für die, gut für uns, schlecht fürs Kartell. Ja, er kommt langsam auf euch zugeschlichen. Er ist alleine, also ihr könnt ihn ausschalten. Die 1. Okay. Tango am Boden. Sehr gut. Konnte zwischen Helm und Ohr durchgeschossen. Ziel Nummer 2, da. Aber 2 im Visier. Die jetzige 1 ist auch ein bisschen nervös geworden. Okay. 2 kann auch ausgeschaltet werden. Okay. Hinter uns. Ja. Ausgeschaltet. Okay. Was ist das hier vorne? Das mit dem Funke im Ohr. Ja, wir machen das schnell. Die Satellitenschüssel auf dem Gebäude. Was ist mit Gebäude, der? Das Gebäude ist da. Okay. Da müssen wir rein. Dann rücke ich mit dem Scharfschützen vor. Ich weiß nicht genau, wo, aber hier in dem Markt wurde ich gerade gesehen. Ich rücke einmal zu dem Flachdachgebäude vor. Leben alle? Ja, ich lebe noch. Ich hacke den Laptop. In dem Flachdachgebäude bin ich auf dem Klo. Ich habe einen Fahrplan der Geldtransporter von der Bankkode bei Vetchers. Ja, um meine Drohne aus der Erde rauszupicken und die Beute in Pulpos Werkstatt abzuladen. Wenn Bowman die Position des Trucks an Nidia durchsickert. Wow, der hat beim Tod noch eine Granate fallen gelassen. Soll da etwa jemand einer Märtyrer-Nate machen? Okay, wir haben die Daten, die wir brauchen. Wir können wieder raus aus dem Gebiet. Okay, sollen wir uns ist das eine Drohne? Wir können gegenüber von den Satellitenschüsseln, da haben wir einen Helikopter. Ja. Den sollten wir nehmen. Ich sehe ihn auch. Ich habe bis jetzt auch keine weiteren Feinde gesehen. Oh. Doch, da. Ja. Der kommt aber von sehr weit her angelaufen. Der läuft Richtung Helikopter. Unsere Freunde vom Dings stehen auch weiter unter Beschuss. Ne, sie haben ihre Feinde ausgeschaltet. Ich mache mich auf den Weg zu euch. Ja. Also, ich sehe nichts mit der Drohne. Ich kann fliegen, klar. Oh mein Gott, was? Was? Irgendwo haben die rote Blätter. Ja, das war eine Drohne. TF? Das ist eine Drohne reingekommen. Hat die Drohne gestartet? Hä? Ich wollte mich hinlegen. Also nicht hinlegen, ich wollte aussteigen. Shit.
Okay, dann können wir noch ein weiteres Informationslager nehmen. Das ETF? Ist zwei Blocks entfernt. In welche Richtung? Oh! Hab ihn. Den hab gut, ich. Dankeschön. Ah, ein Problem. In die Richtung hier. Man müsste hier gleich irgendwie das links, rechts runtergehen und da dann. Auf der Seite, da wo die das Garagentor offen ist. Ich sehe Munitionsvorräte. Ja, dann einmal aufmunitionieren. Geht doch. So, hinter diesem Gebäude müsste sich ein weiteres Gebäude befinden. Das ist unwitzig hier. Achso, das Gebäude hier mit der mit dem Metalldach. Ja, diese provisorische Kirche, das ist das mit der Information. Hm. Nichts zu sehen, die Kirche ist sauber. Haben wir was? Hier was? Lagepläne? Schickst du aus Dings PDA. PDA. Wir haben einen Geldtransporter hier. Der fährt direkt bei uns vorbei. Wollen wir unsere Rentenkasse aufbessern? Ja. Nee, der gehört dem Kartell, den sollten wir kapern. Ja, umso besser. Machen wir leer. Das Geld wird gar nicht wieder verfolgt. Brauchen wir nur noch ein Auto. Ja, ja, hier vorne kommen welche. Okay. Anhalten. Wir sind von der Regierung. Fuck. Von welcher Regierung? Welche Regierung? Ja. Mist! Steh oder. Das war's. Da hinten schnell rein. In welche Richtung? Aus dem Auto. Moment, ich fahr kein zweites Mal. Das ist nur ein Dreisitzer, den ihr da habt. Okay. Oder? Ich sehe noch einen vierten, aber. Okay. Vielleicht können wir besser agieren mit zwei Autos. Ich kann von dem hier nur nicht schießen. Wo lang geh muss jetzt ich? Nach links? Links. Halt, wir könnten. Ich spring hier mal ab. Mm. Was denn? Weiterfahren. Okay, dann nehme ich ein extra Fahrzeug. Wir könnten ihn natürlich so sandwichen. Ja, hier weiter geradeaus. Das ist ich vermute auch, so schnell wie dass wir. Das der Fachtermin ist. Da vorne sehen wir ihn schon. Ich sehe ihn. Kapern bedeutet, ich darf ihn nicht mit einem EMP benutzen. Ich würde es nicht tun. So, die haben wir erstmal gedreht. Okay, wir quetschen ihn ein. Mein Auto raus. Ah. Ich glaube, ich habe den Fahrer erwischt. Ja, doch, er ist tot. Ja, aber wir sind gleich tot. Wir sind schwerer Beschuss. Ich sehe ihn nicht. Zwei sind ausgeschalten, der Fahrer lebt noch. Aua! Ich bin getroffen. Oh Gott. Moment. Ich kümmere mich sofort rum. Muss nachladen. Okay. Danke. Okay, okay, okay. Sind aber okay. Irgendwo noch welche? Okay, der ist ausgeschaltet. Der okay. Weiße Transporter. Achtung. Fährt noch. Der Weiße, der das da ist auch, das kenn ich nicht. Ach so, oh. Lacht's. Okay. Okay, wann wir stärken den LKW ein? Au! Okay. Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter? Schnappt ihr euch ein anderes Auto? In allen möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Schiffs zu waschen. Ich denke, das wäre gut, wenn ihr zusammenfahrt. Meins fährt noch ein bisschen, oder? Meins raucht aber nicht. Okay, wir müssen auch nicht so weit. Wann wir hier, wo wir stehen, geht's direkt rechts hoch. Da müssen wir hin. Rechts runter. Was macht denn der? Hast du das auch gerade gesehen, was auf dem Motorrad gemacht hat? Nein. Hier lang. Okay, dann hatte ich mal wieder einen Raumzeitkontino. Oh! Oh! Was haben wir denn hier? Ach, so schnell geht das! Und hier steht auch noch ein guter Viertürer. Hey! Ich habe keine Ahnung, hallo, warum wir hier rein dürfen. Ganz hallo, einfach, weil ihr ein Santa Blanca Fahrzeug habt. Stell den Wagen mal weg, Enno. Da drüben gesehen. Genau, hier stehen bleiben. Tür. Hier ist auch noch ein aussteigen. Komm! Und ich würde. Oh Gott, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ich denke, wir verstecken uns kurz hier. Mhm. Irgendjemand ist aufmerksam geworden. Schnell. Wir sind aufgefahren.
Sind entdeckt worden, schade. Das hat der Geldtransporter uns aber nicht gesagt, dass wir hier feindliches Gebiet haben. Ihr müsst halt gucken, dass ihr da mit dem feindlichen Fahrzeug wieder rauskommt. Ja. Das kam gerade auch sehr unerwartet. Ich hatte gedacht, das ist ein Rebellenstützpunkt direkt neben uns. Aber das ich fühle mich so alleine. Jetzt nicht mehr. Na. Was ergibt Sinn? Nö, die selber. Okay, was sind jetzt unsere Aufträge? Anschneiden, Leute. Also, wir kapern jetzt den Geldtransporter und bringen ihn anscheinend dahin, weil der Geldtransporter gehört Nidia. Und ich habe schon wieder vergessen, wie der andere heißt. Pulpo. Pulpo, genau. Und wir bringen den Geldtransport von Nidia, bringen wir Pulpo, damit die beiden denken, sie stehlen voneinander. Mhm. So rum. Ich würde halt vorschlagen, dass nur einer den Truck ins... Ich glaube auch. Und dann sollte der einfach versuchen, irgendwie leise rauszukommen. Okay. Wer ist am besten im leise rausschleichen? Ja, ich bin eigentlich immer sehr unauffällig. Mhm. Enno oder Wanma sind dafür ein perfektes. Das ist ein Verkehr. What? Weiter geradeaus. Was zur Hölle? Befinden wir uns etwa im neuen Bermuda-Dreieck? Ich hab hier gerade nur irgendwie das Gefühl, wir fahren woanders lang. Ist das der? Nee. Okay. Geradeaus, der kommt uns jetzt entgegen gleich. Okay. Vor uns sehen. Ja. Ja, geht noch doppelt da sein. MP? Feindliche Kreuzkorten sind da. Ich kann die gerne mit EMP bearbeiten. Ah ne, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so gut. Ich bin rausgeflogen. Scheißdreck. Das geht jetzt gerade schlecht. Ich krieg den. Jetzt habt ihr eine Brenn. Ja, noch nicht endgültig. Der macht aber noch Piep Piep! Der hat sich ergeben. Ich bin okay, ist tot. Naja, ob die jetzt noch denken, dass der zu denen gehört? Wow. Du fährst in die falsche Richtung. Pulpo hat eine Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter? Dann brauche ich gerade mal satellitengestützte. Hat die in allen möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Direkt vor uns im Gelände, hinter einer Mauer. Den sehe ich nicht. Reaper, fährst du? Fahrer. Na, dann fahren wir damit. Los. Wann war jetzt links die nächste? Weiter geradeaus. Und wir fahren jetzt links. Ich glaube, ich sehe das Gelände, ja. Ja, aber erst die zweite rechts rein. Ja. Wir fahren gleich schon rechts rein. Okay, jetzt die nächste rechts fahren wir. Und wir jetzt auch die nächste rechts und dann bleiben wir in der Kurve direkt stehen. Ohne entdeckt zu werden. Okay. Und wir sind hinten aber bei den Mauern irgendwo ein Stück, wo man mal drüber klettern könnte. Negativ, da war Stacheldraht drüber. Oh, dort wurde steht noch ein Auto vom Kartell. Da noch versteckt reinfährt. Ja, oder ihr gebt mir einfach gute Satellitendeckung, wo ich lang kann. Okay, wann war dann. Bleib erstmal stehen, ich guck mich erstmal um für dich. Okay, hier ist erstmal keine. Ich habe einen dritten Tango. Wir müssen ja nicht zwangsläufig Leute ausschalten. Nee. Dürfen wir auch nicht. Ich suche gerade den besten Weg darüber. Vielleicht gibt vorne doch einen Eingang. Vielleicht laufen die so Patrouille, dass man rausschleichen kann.
Ich bin mir gerade nicht sicher, da ist so ein Paket mit, also neben dem LKW, da steht übrigens noch einer, neben dem LKW befindet sich so ein Paket mit Holzbrettern. Ich bin mir nicht sicher, ob du da vielleicht raufklettern könntest, aber momentan guckt die zwei da halt drin, glaube ich. Siehst du an der Mauer dieses Paket? Ja, ich sehe das. Meinst du, das ist von der Höhe her so, dass du da rüberklettern könntest? Nein, keine Chance, so hoch. Verdammt. Es wird gar nicht so leicht. Generator. Die Mauer hat aber auch keinen Abschnitt, wo nichts mit Stacheldraht ist. Okay, meine Drohne hat wenig Batterie, dann gucke ich gleich nochmal. Ich hätte noch ein paar Ablenkungsköder, die ich werfen könnte. Drohne fliegt. Ich glaube, das bringt auch nichts. Wir dürfen ja nicht auffliegen. Kommst du über das Scheißhaus raus? Über welches Scheißhaus? Das Dixi-Klo. Daneben ist noch eine Palette, genau, mit Backstein. Hinter dem Gebäude. Oh, da ist auch Stacheldraht, ne? Ja, da ist auch Stacheldraht, das wird auch nicht möglich sein. Ich gehe mal am Außenbereich entlang, ob ich da irgendwo ein Stacheldraht. Ansonsten, ich könnte halt versuchen, mit dem Santa Blanca-Fahrzeug reinzukommen, dich abzuholen und wieder rauszufahren. Das Ganze muss halt nur schnell gehen. Naja, das ist natürlich auch riskant. Im schlimmsten Fall müssen wir warten, bis Nacht wird und die sich schlafen legen. Ich schleich schon mal zu dem Fahrzeug hin und hol mir das schon mal. Beim aktuellen Sonnenstand würde das nicht mehr so lange dauern. Ich könnte, obwohl, da müsste ich fast bis zum Eingang. Da ist halt ein Gebäude, da könnte ich bestimmt raus. Das, wo die 1 ist. Wo die 1 ist, ja, das Gebäude, wenn du da hochkommen würdest. Ich muss halt nur bis dahin kommen. Hier ist auf jeden Fall eine Tür offen, wo man raus und reinkommt. Ja. Ja, die hatten wir vorhin ja schon gesehen. Aber der gesamte Außenbereich ist mit Stacheldraht versehen. Ja, der einzige Weg raus ist eigentlich die Tür, denke ich. Außer eben, du kommst über das Dach von einem Gebäude raus. Wie ist das, wenn ich in das große Gebäude reingehe und von dort runterspringe? Ich hoffe, das überlebst du nicht. Also du hast einen Fallschirm dabei. Ich habe einen Fallschirm dabei. Du müsstest quasi von der zweiten Außentreppe runterspringen. Achtung, genau. Das war knapp, an der Tür steht so ein Typ. Dafür müsstest du erstmal da oben hoch. Ohne, dass die zwei dich bemerkt. Schweige dann die 1. Und ohne dass noch einer im Gebäude ist. Im Gebäude habe ich tatsächlich noch keinen gesehen. Könntest du noch mal gucken, ob wir eine Satellitenaufklärung bekommen? Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Also würden wir zumindest wissen, wenn sie Wärmebild-Zielerfassung machen, ob die da in einem Gebäude welche sind. Ja, ich flieg das Gebäude gerade mit der Drohne ab. Ja. Aber es ist ja noch ein sehr hypothetisches Szenario, dass wir da durchs Gebäude rauskommen, weil da eben sehr viele Leute stehen und warten und lauern. Also wie gesagt, ich stehe hier mit dem Auto vor der Tür. Ich muss nur wissen, ob Das ist auch prinzipiell riskant, weil es gibt kaum Möglichkeiten einzusteigen für mich, ohne gesehen zu werden. Naja, hinten bei dem Truck halt, ne? Und das selbst da kann steht die zwei gucken, ja. Ich weiß halt nicht, dürfen wir kämpfen? Denke nicht. Also ich weiß halt nicht, ob es auffallen würde, wenn jetzt zum Beispiel die 2 ausgeschaltet wird. Hm. Aber ich denke, dass es fast nicht anders möglich ist. Also denn die verlassen jetzt wirklich ihren Standort. Ich würde wirklich, die Nacht ist ja nicht mehr lange hin. Ja. Die stehen zum Teil sehr versteckt. Na gut. Enno, Navo, gehen wir in der Zwischenzeit was essen? Naja, wenn du was auftreiben kannst in der Wildnis.
Ach, wir haben hier ein Auto, also wir könnten irgendwo hinfahren. Kannst du ein paar Pommes holen? Ey, danke, sind immer so lapprig. Das ist eine Stadt. Also, so wie ich das. Das ist keine Stadt, Reaper. Richtig? Oh, stimmt, ja, ich sehe es auch gerade. So wie ich das kenne, hat der Mensch einen Blickwinkel von knapp 160 bis 190 Grad. Jetzt geht's wohl los. Also, wir haben genau 5 Personen auf dem Gelände, wenn ich das richtig gezählt habe. Sind diese alle markiert? 4 Stück sind markiert, der letzte befindet sich quasi vorne am Eingangstor. Okay. Beziehungsweise, wenn du drauf guckst, links davon unter so einem Stofftuchdach gedöhnt. Ja, ich bin auch gerade mit der Drohne etwas unterwegs. Also von meiner Meinung her, das wird nichts, wenn wir hier versuchen, leise auszuschalten. Die sehen sich alle. Ja, das denke ich auch, so wie ich das Gefühl habe. Nummer 3 auf irgendwas aufmerksam geworden? Nee, ich glaube der. Obwohl, der wirkt nervös. Vielleicht auf die Person beim Tor? Auf den Scharfschützen? Weiß ich nicht. Ich sitze hier auf einem Reifenstapel. Nein. Okay, der beruhigt sich wieder. Wahrscheinlich saß dem nur ein Furz quer. Wenn die 2 weg wäre, wäre der Weg über das Gebäude der sicherste, finde ich. Ja. Wenn das Gebäude wirklich leer ist. Ist es. Wir müssen jetzt mal abwarten, jetzt wird es ja langsam dunkel. Das heißt, Enno darf gerne nochmal überprüfen, ob das Gebäude wirklich sicher ist, aber ich habe es einmal abgeflogen. Okay, ich gehe von oben aber auch rein. Ich will nicht, dass die von unten mich dann sehen. Ja. Zweiter Stock sieht sauber aus. Warte, so. Meine Drohne ist gleich leer. Erster Stock sieht gut aus. Alternativ können. Ich weiß nicht, wie gefährlich das Gebäude wäre. Das Gebäude ist feindfrei. Okay. Das heißt, es ist wirklich nur die 2, die ich jetzt abwarten muss, dass sie sich bewegt. Mhm. Was, wenn 2 sich überhaupt nicht wegbewegen will? Dann ist die andere Möglichkeit das mit dem Fahrzeug. Obwohl, das ist auch gefährlich. In doppelter Hinsicht. Das Tor öffnet sich. Ich sehe. Schade. Ich wollte das Fahrzeug so hinstellen, dass das Tor offen ist, damit er besser rauslaufen kann und nicht unbedingt durch die Tür muss. Oh, das klappt leider nicht. Ja, wir müssen. Der Typ steht da direkt neben dem offenen Türrahmen. Der unmarkierte. Die Drohne fliegt. Aber langsam wird ja Nacht, also ich habe die Hoffnung, dass die sich vielleicht wirklich schlafen legen. Die Frage ist, wo ist hier das Schlafgebäude? Nicht, dass das Gebäude ist, wo ich direkt dran stehe. Ich gehe mal kurz zu der Drohne rein. Ich weiß nicht, die haben nur 2. Das ist eine Werkstatt. Okay, das ist gut. Das andere ist aber auch nur eine Werkstatt. Ich keine Ahnung, die haben keinen Schlafplatz. Vielleicht haben die da einfach Feierabend und die Nachtschicht kommt. Das wäre natürlich lustig. Bis jetzt keine Bewegung. Nicht, dass die in dem großen Gebäude, wo man war, durch möchte schlafen. Naja gut, dann könnte ich über den freien Bereich und durch die Tür raus. Ich bin auch noch mal kurz drin, hier ist nichts. Keine Schlafmöglichkeiten für die. Meine Batterie ist auch leer. Also wenn ich das richtig sehe, dann haben sie hier nur einen Platz, wo sie essen können, aber nichts zum Schlafen. Aber essen können sie auch mal, ja, Abendbrot oder so. Diese unmarkierte Person bei dem Ausgang, wie stark bewegt die sich? Immer zwischen dem Ausgangstor und diesem überdachten Ding. Also komplett, wenn ich darüber raus will, auch schlecht. Ich nehme mal kurz die Markierung der 2 raus. Mhm. Dann markiere ich dir die und dann kannst du die Wege so ein bisschen beobachten. Jetzt steht er halt unter diesem Zeltding.
Und dann latscht er halt immer zu dem Türrahmen, wo man rausgehen kann. Ich meine, die 2 steht ja eh konstant. Also die ehemalige 2. Ja. Commander? Ja? Ich bin noch gerade mit der Drohne unterwegs. Ich sehe hier an der Mauer mehrere Paletten mit Baumaterialien. Dahinter können sich Wanderer vielleicht vorbeischleichen, wenn es die Dunkelheit ermöglicht. Da käme er auch zur Treppe, beziehungsweise zu einem Eingang ins Gebäude. In welcher Himmelsrichtung? Die? Von der, dir aus gesehen Richtung LKW. Okay, ja. Die großen, wo auch erst der Vorschlag war, dass ich drüber gehe. Genau, ja. In Richtung Gebäude sind noch einige Paletten. Bieten eventuell Deckung. Ich könnte das versuchen. Ansonsten sehe ich jetzt auch keine Möglichkeit. Wenn es jetzt schon dunkel genug ist, dann wäre es eine Möglichkeit wirklich. Okay, dann wage ich das mal. Dann bitte die Markierung wieder auf die ehemalig 2 setzen. Warte kurz. Jetzt haben die das Licht angemacht, das die ist Licht. Natürlich schlecht. Ja. Aber der Eingang unten ist nicht beleuchtet. Moment kurz. Ich, Die Drohne ist oben. So, ehemalige 2 wieder markiert. Ich könnte halt versuchen, den Typen, der hier vorne patrouilliert, auszuschalten. Ausschalten ist gar nicht. Also der Weg bis zum Gebäude ist auch relativ dunkel. Ja. Ja. Du könntest zum Heck von dem LKW laufen und von da aus dann direkt in Deckung bei den Fässern da. Gib mir ein Zeitfenster, wann es am sinnvollsten ist, zu den Fässern zu laufen. Der Typ guckt sich nicht viel in irgendwelche anderen Richtungen um, also... Wie ist das mit der 1? Ist auch nicht viel andere Bewegung, also die würden dich... Wenn sie dich sehen, dann sehen sie dich sowieso. Okay, dann versuche ich es mal. Du musst halt schnell sein. Ja. Oder wann er kriecht. Ich weiß nicht, ob er dann schlechter gesehen wird. Ah, das ist aber langsam. Schwer zu sagen. Ja, langsam und sperrer gesehen werden oder aufrecht in der Hocke gehen. Und wiegt sich gleich stark ab. Du könntest halt geduckt gehen, damit du nicht so laute Schritte machst. Ja, ja, das mache ich sowieso. Aber sonst denke ich... Schwierig. Okay. Dann habe ich die Genehmigung. Noch eine Möglichkeit wäre. Letzte Möglichkeit wäre höchstens, dass du den LKW noch ein kleines Stück zurücksetzt, damit du nicht ganz so weit gesehen wirst. Aber das ist gefährlich. Ja. Ich würde sagen, dann los. Okay, das war einfach. Okay. Ich gehe bis zum Eingang des Gebäudes unten, oder? Ja. Und dann gehe ich im Gebäude hoch. Ja. Okay, dann bin ich jetzt im Gebäude. Okay. Im 2. Stockwerk, sagte ich, soll ich rausspringen, oder? Ja, da wo die Außentreppe ist, die erste. Dann bereitet schon mal die ganz oben wird nicht klappen. Medizinischen Vorräte vor. Oh, hier liegt noch was. Ja, ich bin schon hier unten an der Seite. Einen kleinen Adrenalinschock kann ich brauchen. Okay, er will hier nicht rüber. Das ist doch Wahnsinn. Okay, das ist doof. Und von ganz oben ist aber die Frage, ob der Fallschirm dann entsprechend schon aufhängt. Aber wenn es nicht von ganz oben funktioniert, unten kannst du durch das Gebäude durch und auf die rechte Seite gehen. Dort befinden sich jede Menge Kisten, Fässer, Container und weiß der Teufel, was auch immer. Alles Mögliche, was Deckung gibt. Oder ihr bereitet euch auf einen Verletzten vor. Es wird noch einige Knochenbrüche geben. Naja, aber das Problem ist, Luper, an dem Ausgang unten ist erstmal noch ein Licht, das müsste einer ausschalten, dann ist da noch die Nummer 4. Plus Suchscheinwerfer. Ich könnte mich direkt vor den Overwatch stürzen. Vielleicht überlebe ich das ja auch. Das ist Enno, der da unten ist. Genau. Enno. Stürzt sich runter. Ja. Enno tut alles, um den Sturz abzufangen. Also wenn ich den versuche aufzufangen, breche ich mir doch eher beide Arme. So. Okay, aua. Geschafft. Meine Füße. Okay. Dafür kriegst du erstmal ein schönes Fußbad, wenn du zu Hause bist. Ja, aber nicht von uns. Das kann er schön alleine machen. Ja, ich hab... Twitch habe ich ja noch.
Du willst das Streamen. Die waren aber nicht so wirklich begeistert von Vormark von so genau. Achso, die Twitch, Entschuldigung. Die Twitch. Ich dachte gerade, du meinst, du möchtest deinen Fußbad streamen. Ich bin übrigens noch oben in dem Auto. Oh. Dann fahren wir da mal hin. Ich kann auch selbst fahren. Oder so. Ziel ist es erstmal jetzt, das Versteck zu verlassen. Und einmal Radio aus. Ah ja. Die Nachrichten sind eh uninteressant. Ich könnte die Oma anmachen. Das war's. Jetzt kann Baumer Nidia den Tipp geben. Und Nidia wird Pulpo aufs Korn nehmen. Ich bin hinter euch. Wenn ihr langsamer werdet, dann kann ich zu euch einsteigen. Ja, einfach erstmal hier irgendwo zwischenparken, weil unsere Speicherkarten sind wieder voll. Okay, dann fahren wir hier rechts ran. Okay, machen wir kurz einen Break. Na dann hoffe ich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Lasst ein Like und Kommentar und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Tschüss. Tschüss.